Vor 3 Jahren zeigte ein Bericht der französischen NGO Robin des Bois und der deutschen Animal Welfare Foundation, dass das durchschnittliche von der EU zugelassene Tiertransportschiff ein 41 Jahre altes Schiff war, das mit Asbest, PCB und anderen giftigen Substanzen kontaminiert war. Es wurde ursprünglich als Frachtschiff gebaut und im Alter von 29 Jahren für den Tiertransport umgerüstet. Es segelt unter einer Flagge, die vom Pariser Memorandum auf die schwarze Liste gesetzt wurde und ist nicht korrekt international klassifiziert. Das Schiff wurde 5-mal festgehalten. Es wurde bei Hafenkontrollen mit durchschnittlich 32 Mängeln gemeldet, insbesondere in Bezug auf Zertifikate und Dokumentation, Navigationssicherheit, Brandschutz, Einhaltung des Seearbeitsübereinkommens von 2006, Rettungsmittel, Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord, Umweltschutz, Notfallsysteme und so weiter und so fort. Bis heute, 3 Jahre später, ist die Situation noch schlimmer geworden. Das durchschnittliche Tiertransportschiff ist ein Wrack, das keinen Hafen mehr verlassen sollte. Doch auf diesen Schiffen werden lebende Tiere transportiert. Hier beginnt die Odyssee. In riesigem Maßstab werden über europäische Exporthäfen tausende Tiere auf Schiffe verladen. Lebewesen sind in dieser industriellen Abwicklung nur die Ware, die wie am Laufband in die Rümpfe der Transportschiffe abgefertigt wird. Wie die Ware Lebewesen ihr Ziel erreicht, ist keine nennenswerte Variable in dieser Rechnung. Transport ist funktional, rücksichtslos, kalt. Die Tiere werden ja erstmal auf den LKW geladen, kommen aus einer komplett reizarmen Umgebung, aus den Feedlots, aus teilweise dunklen Stellen. Die haben nie irgendwas erlebt, haben dann den LKW-Transport hinter sich, ja, Autobahn, Hupen, Geräusche und so weiter, kommen dann in den Hafen, wo richtig viel los ist, wo dauernd laute Geräusche sind. Und man sieht es den Tieren an, wenn die Ladeklappe aufgeht vom LKW, dann sehen sie eine Rampe vor sich, die sie entlanglaufen müssen. Und man sieht erstmal die angsterfüllten Augen, weil sie wissen ja gar nicht, was passiert jetzt hier wieder mit uns. Und dann dieser ganze Stress, dieser Zeitdruck der Beladung. Die Tiere müssen in diesen engen Gang, müssen oft eine ziemlich steile Rampe in das Schiff hoch. Und während dieser Zeit werden sie eigentlich konstant von den Treibern mit ihren Elektrotreibern traktiert. Man hört die schreien, rufen, brüllen. Hey, 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 hey. Wenn die in das Schiff reinkommen, das ist eigentlich der schlimmste Moment, der Schiffseingang sieht immer aus wie ein dunkles Loch. Leider ist das immer so. Und Tiere gehen nicht gern irgendwo hin, wo sie nicht sehen, wo sie hingehen. Das heißt, es kommt erstmal zum Stocken, der ganze Ladevorgang. Deshalb sind an dieser Stelle auch nochmals mehr Treiber, die dann auch wieder Elektrotreiber einsetzen oder mit Stöcken auf die Tiere einschlagen. Hey. Wenn sie in das Schiff kommen, haben sie nicht viel Zeit, sich zu orientieren, sondern es geht direkt wieder in einem rechten Winkel irgendwo steil eine Rampe runter in den Schiffsbauch. Und diese Gänge runter, die sind so steil, dass als ich runtergelaufen bin, ich musste mich immer links und rechts festhalten. Es ist wirklich steil. Und auch dort, die Tiere wollen eben nicht laufen, weil sie kennen das gar nicht, bergab zu gehen oder bergauf zu gehen. Alltag. So lassen sich diese Bilder beschreiben.
Das Gedränge, Gewalt, Stress, Enge und Angst sind Normalität. Doch das ist nur eine Facette dieser Transportkette. Das Schiff selbst trägt ebenfalls entscheidend zu dieser Odyssee des Leids bei. Also ich war auf 9 Schiffen und bei meiner ersten Schiffsbegehung war einfach mein Gefühl, es ist kein Ort, wo ich sein will und es ist kein Ort, wo Tiere sein sollten. Diese Schiffe sind alle nicht wirklich tiergerecht gebaut. Es sind ja umgebaute Schiffe, die vorher mal Fähren waren und irgendwie ein tierfreundliches Design, das wurde da überhaupt nicht mitgedacht. Von den 64 von der EU zugelassenen Tiertransportschiffen wurden nur 4 für den Transport lebender Tiere gebaut. Der Rest, 94% dieser Schiffe, wurden aus Frachtschiffen, Fähren oder anderen Zwecken umgebaut. Diese Umwandlung erfolgte im Durchschnittsalter von 30 Jahren, zu einem Zeitpunkt, an dem diese Schiffe bereits hätten verschrottet werden müssen. Nur noch Rost, Schmutz und reines Glück halten diese sterbenden Kolosse aus verrottendem Metall zusammen. Das Wohl der Tiere war nie das Hauptanliegen ihrer Verwendung. Und Sicherheit hat auch keine hohe Priorität. Sie müssen billig sein, gerade so funktionieren und auf einem minimalen Wartungsniveau gehalten werden. Okay, so the white, grey and black flag system is done by Paris Mall and classifies the kind of risk of the vessel that may suppose, depending on their performance. For example, vessels with black flags are considered a very high risk vessel. If we take away the grey and black list flag vessels, this means that we will manage at least to give better guarantees for the animals that are transported and also to the crew on board, because we are reducing a lot the risk on health and welfare problems and also on safety navigation, for example. Fast 50% der von der EU zugelassenen Tiertransportschiffe fahren unter einer schwarzen Flagge, was bedeutet, dass sie eine erhebliche Gefahr für ihre Umgebung und die Lebewesen an Bord des Schiffes darstellen. Diese Schiffe sind verrostete Metallpötte, die in keiner Weise geeignet sind, Lebewesen jeglicher Art zu transportieren. Die EU gibt vor, damit beschäftigt zu sein, problematische Flaggen zu identifizieren und die Schiffe unter diesen Flaggen als Prioritätsziele einzustufen. Warum sind dann trotzdem fast die Hälfte der von der EU zugelassenen Schiffe immer noch auf der schwarzen Liste? Seit 3 Jahren hat sich das Problem sogar noch verschärft. Von den 17 Schiffen, die als sehr hohes Risiko eingestuft wurden, sind 15 immer noch von der EU zugelassen. Das muss aufhören. Also insgesamt sind die Schiffstransporte für mich ein besonders belastendes Thema und ich schäme mich immer fast Mensch zu sein, wenn ich das sehe, den Umgang mit den Tieren, weil es ist ja wirklich, alles findet unter einem hohen Zeitdruck statt. Ja, Zeit ist Geld, das spürt man ganz deutlich und die Tiere müssen darunter leiden und die Tiere sind eben wirklich zu einem Verkaufsprodukt degradiert, bei den Schiffstransporten ganz extrem, weil es eben auch so viele Tiere betrifft. Es sind ja oft tausende Tiere, die auf so ein Schiff geladen werden. Sorry, because as a vet I learned how to not show my emotions, you know what I mean. Actually, I think that it's very sad that the society is not aware of this problem that is going on every day in some of the ports here in Europe. And I feel angry. I feel angry about this knowledge, and I feel angry about this loss of control, because when the animals are entering this kind of vessels, then we lose totally the traceability, the control on them, and we cannot ensure that they are transported in proper conditions, which makes me feel very sad, honestly.
Also mit dem Wissen, was wir über Schiffstransporte haben, mit dem Wissen, dass es extrem belastend ist für die Tiere, dass viele Tiere leiden und sterben auf diesen Schiffen, gibt es wirklich keine Begründung, Schiffstransporte fortzusetzen, Tiere lebend zu transportieren, nur dass einige Exporteure damit reich werden. EU-Lebendtiertransporte über diese alten, verrosteten, fast zerstörten und gefährlichen Schiffwracks müssen ein Ende finden. Wenn dieser Export dennoch fortgesetzt wird, sollte er ausschließlich auf IACS-standardisierten, intakten und daher weiß geflaggten Schiffen durchgeführt werden, die zumindest grundlegend die Sicherheit für Tiere und Personal an Bord garantieren können. Schwarze und graue Flaggen müssen in der neuen EU-Transportverordnung verboten werden. Die Schiffe unter diesen Flaggen stellen ein inakzeptables Risiko dar. 3 Jahre. 3 Jahre voller Tierleid an Bord von kaum mehr schwimmendem Metallschrott. 3 Jahre, in denen die EU und ihre Kommission keinen Finger gerührt haben. 3 Jahre sind vergangen. Und die Gesetzgebung muss endlich der grausamen Realität der Tiertransporte per Schiff gerecht werden. Unabhängig davon, aus welchem Land wir kommen oder welche Sprache wir sprechen, eine Wahrheit ist universell. Kein lebendes Tier gehört auf ein Schiff. Kein lebendes Tier gehört auf ein Schiff. Ningún animal vivo pertenece a un buque. Aucun animal vivant n'a sa place sur un navire.